So, nach dem ausführlichen Tutorial machen wir einmal. Ja, habe ich wahrscheinlich alles. Alles habe ich schon tausendmal erzählt, oder? Zack, fortsetzen. Ja. Wir laden das erste richtige Kapitel wahrscheinlich. Ah, aber es geht im Grunde konsistent weiter. Wir sind jetzt wieder da, wo wir schon einmal waren. Das ist ja interessant. Ist jetzt nicht irgendwie was komplett anderes. Aha. Das ist tatsächlich interessant. Das ist neu, oder? Eigentlich. Und, was können wir machen? Ah, wir können zurück. Gut. Müssen wir denn hier noch irgendwas erledigen? Ach, guck mal hier. Er zeigt jetzt eine andere Uhrzeit an. Dazu sagt er nichts. Was? Das ist doch extrem auffällig. Na sowas, na sowas. Mir die Sachen auch gerne angucken, aber irgendwie lässt er mich nicht. Huch. Ja gut, außer das. Ja, stimmt. Hier gibt es natürlich auch noch Sachen des, das Ding haben wir ja auch noch. Das ist interessant. Okay. Wir gehen mal zurück. Gucken mal, ob wir da noch irgendwas anderes machen können. Oder jetzt irgendwas Neues machen können, wie auch immer. Aber, wir haben eine neue Pyramide, oder? So sieht's nämlich aus. Das ist die Sache. Ah. Ah. So sieht's aus. Ganz normales Pyramidenverhalten. Ja. Gut, und was eröffnen sich jetzt für neue Möglichkeiten? Dreidel, Dreidel, Dreidel. Das erinnert mich daran, wir müssen mal South Park spielen. Okay. Ah, hier müssen wir wieder was Dreidimensionales zusammensetzen. Nichts leichter als das, oder? Ja. Ach, da hinten ist dieses. Ja, seht ihr das? So ein kaputtes Tor. Ja, ungefähr so. Okay. Wirklich so ein bisschen The Witness-like. Wenn ihr dieses Spiel hier mögt, mögt ihr vielleicht auch The Witness. Und der nächste Raum. Ja, schön, schön. Gut. Wieder ganz wichtige Bücher und Bilder. Ach, die kennen wir doch, oder? Ja, weiß ich nicht. Oder so ähnlich. Ach ja, ist auch wieder so ein Ding, sie. Hä? Verarsche. Das gleiche nochmal anders verpackt. Ja, hier ist auch wieder das Stromding, sie. Oh, 17,95. Merkt ihr euch das? Scheint nicht zu funktionieren, ja, noch. Das ist vielleicht eine wichtige Information. 17,95. Ich erkenne keine Möglichkeit, das Gerät zu bedienen. Meinen Fettfingern. Okay. Ja, vielleicht, wenn wir Strom angemacht haben. Wir haben außerdem ein. Auf dieses Pult scheint ein bestimmtes Buch zu gehören. Ja. Das ist so ein Lese. Wie nennt man das? Lesepodest-Dingsi. Gut. Wir können mal das mit dem Strom versuchen. Wo geht das denn hier weiter? Wo geht das hier lang? Wo geht das hier lang? Ah, zu der Empore. Geil. Gut. The Great Khan and his impossible pyramid. You will not believe your eyes. Refined fun and profound mystery await. He holds the mysteries of the universe in his hands. Great Khan. Gaze in wonder at his pyramid of possibility, a veritable Pandora's box of delights. Hum.
Danke. Greatest magician of the world has ever, the world has ever known. Das werden wir erstmal sehen, wie es hier, oh, wie es hier weitergeht. Hä? Hey. Cool. Aha. Hier gehört was Eckiges rein, sowas hier zum Beispiel. Ein Metallobjekt. Ja. Sind das hier irgendwelche Schalterchen, irgendwas? Ne? Weiß ich nicht. Bestimmt wird da irgendwas passieren. Oh, Dankeschön, Spyduck. Aber wenn wir die Bits immer nur hin und her schieben, ist ja eigentlich auch albern, oder? Danke sehr für die 32 Bits. Oh Mann. So. Ich glaube, ich habe 128 Bits bei dir liegen lassen. Da hast du dich vertan jetzt, glaube ich. Aber ist okay. Also. Oh, kriege ich das jetzt hier nicht mehr auf? Hamm. Nein, du spendest jetzt nichts. Nein, du spendest jetzt nichts. Da würde ich mich jetzt sehr schlecht fühlen. Okay, hier ist auch noch ein Schalterchen. Der ist aber noch nicht zu bewegen. Okay. Wir kümmern uns mal um den Strom, würde ich sagen. Kümmern uns mal um den Strom. Vielleicht hilft's ja. Und wenn nicht, dann läuft das zumindest mal. Hier können wir auch erstmal was lesen, ne? Hier. Faszinierend. Da bist du. Da bist du. Fleisch und Blut. Die Existenz scheint dir erstaunlich leicht zu fallen. Hilfreich, diese Eigenschaft. Mein bisherigen Lehrling wohnte sie betrüblicherweise nicht inne. Vielleicht ist meine Suche tatsächlich endlich erfolgreich. Diese Bibliothek gleicht keiner anderen in der Welt. Doch ich rate dir, deine Neugier zu zügeln. Wie überall in Greyholm lauern auch hier Dinge, die keine naseweisen Fingerlein mögen. Naseweisen Fingerlein, das ist schön. Verschwende nicht deine Zeit. Hört ihr, verschwendet nicht eure Zeit mit diesen Internetdingen. Der Meister. Okay. Fast wäre es wieder passiert. Unfassbar. Huch, hier kann man drücken. Ah, hier kann man drücken. Ach so. Okay. Und hier ist wieder so ein Schalterdingsel. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hin. Also, was ist denn hier das Prinzip? Minus plus minus. Gut, minus plus minus. Muss man das hier irgendwie so zusammenfügen oder was? Das kann natürlich sein. Plus minus. Hier geht's weiter. Dann hätten wir hier ein plus minus plus. Ja, geht doch. Ich weiß nicht, ob man hier vielleicht noch mehr erwischen muss, aber wenn es jetzt schon mal rumdödelt, dann ist das ja schon mal nicht so schlecht, oder? Ach übrigens, hier, hab ich total wegignoriert. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das so? Creepy. Ja, hier, mit den Tarotkarten. Nee, was war das? War es Tarotkarten? Doch, ne? Tarotkarten. Ah, in Ordnung. Caress my palm with silver. Past, present and future. Trained by the great Khan himself. What? Place token hier. Aha. Ein kleiner Mechanismus. Was ist los? Cool. Wir haben einen kleinen Schlüssel offenbar. Ah. Gut. Na, mal gucken, wo wir den verwenden können. Jetzt leuchtet es aber nur hier. Sehe ich das richtig? Und hier gar nicht. Noch zumindest. Hat das hier vorher schon geleuchtet? Na, wahrscheinlich. Gut, dann gucken wir mal da oben. Ergibt sich da ja was. Und ja, trinken ist wichtig.
Trinken ist sehr eine sehr gute Idee. Oh, zack. Diesmal eine Turmuhr. Ah, und jetzt leuchtet es auch da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kompliziert. Erstaunlich kompliziert für. Naja, jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Effekt. Gut. Jetzt leuchtet es hier. Jetzt können wir vermutlich zack, 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 zack machen. Ja. Was auch immer das sein soll, ein Transformator oder so. Weiß ich nicht. So, und jetzt können wir hier wieder das hier machen, aber es funktioniert irgendwie anders. Ja. Ja, es sind irgendwie so One-Way-Schalter, aber es funktioniert. Cool. Manchmal spielt dieses Game auch einfach nur so ein bisschen mit der Mechanik. Das ist jetzt nicht so ein Rätsel per se, ne? Also einfach ein bisschen was zum Anfummeln. Also ich kann mir auch echt vorstellen, dass es in VR gut funktionieren kann. Das müssen wir bei Zeiten wirklich mal probieren. Jetzt sind wir in der Turmuhr drin. Cool. Ja. Schön. Lass mich raten, hier ist zu, oder? Ein kleines Zahnrad. Es ist nicht verbunden. Scheinbar. Gut. Das hier ist natürlich sehr auffällig. Was haben wir hier? Einen sehr güldenen Turm. Ein Turmstück oder so. Oh, wir müssen da lesen. Machen wir sofort, machen wir sofort. Ja. Gut. Eine leere, runde Fassung. Ich glaube, da fehlt etwas. Jo, bestimmt wieder Zeiger oder sowas, war. Ja? Hast du das probiert? Cool. Dann machen wir das auf jeden Fall bei Zeiten. Was ist dir die Zeit? Mein Urgroßvater errichtete einst diesen Turm, doch dann war seine Zeit doch knapper bemessen als erwartet. Zur letzten Mitternachtsglocke wird der Weg sich dir offenbaren. Fürwahr, ein wenig dramatisch, doch unsere Ahnen verstanden mehr, als ihnen bewusst war. Im Kreislauf unserer Welt gibt es Augenblicke, da sie ihren Nachbarn ungeahnt nahe kommt. Der Meister. Okay. Aha, da ist auch das nächste. Oh, die nächste Pyramide versteckt. Ja, nicht wirklich versteckt, aber eingefasst. Was? Eine kleine runde Fassung, ja. Ich verliere diese auch gleich. Okay, da wird doch bestimmt so ein Nüpsi drankommen. Das muss man dann hier verschieben und es ist hier so. Symmetrie. Huch. Was? Ernsthaft? Aufgrund der Tatsache, dass ich das von hier nach da bewegt habe. Ach so, hier ist irgendwie so ein Schalterchen, ne? Aha. Ja, hier ist, ja, jedes bisschen zählt. Erstaunlich. Gut. Ja, und das zweite hier ist bestimmt mit dem, ja, hier mit diesem Aufsatz da, den wir irgendwo finden müssen. Oh. Oh. Das hätte länger dauern können. Der war hier relativ subtil. Ehrlich gesagt. So, muss er denn noch gülden werden oder geht das auch so? Geht auch so. Huch. Aha. Das sieht interessant aus, ja. Aha, da können wir rein, gut. Ja, können wir gleich probieren. Eine Art Kristall, ja. Hier müssen wir mehrere von diesen
Oh, ja, mehrere von denen wegmachen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Eine Frage, die ich hätte. Dreht sich hier alles um das da oder gibt es hier noch was anderes, wo man ran muss? Ja, hier gibt es noch andere Sachen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Oh, das kann man einfach nehmen. Ein Rad mit einem Griff, so, so. Aha. Aha. Oh, okay. Also. Können wir aber nicht die Feder nehmen oder sowas, ne? War jetzt nicht der mega geheime Hinweis oder so. Okay, dann gibt es hier noch was. Ah, auch Zahnrad hier, eine Fassung. Kann ich hier etwas anbringen? Ja, vielleicht, früher oder später. Ich wollte mir das hier eigentlich mal angucken. Genau, Rad mit einem Griff. Aha, mit vier so Flocken mit einer komischen Form. Gut. Nehmen wir das doch mal mit. Nehmen wir es einfach mal so hin, dass es so ist, wie es ist. Gut, wir gehen da mal rein, komm. Was soll's. Zack. Ja. Mir was drehen, ja, kann man. Und zwar kann man die Dinger hier rein? Nee, kann man nicht. Was ist hier Phase? Ah, man muss das wahrscheinlich so drehen, dass alle rein können, oder? So zum Beispiel. Ja. Ach, dieses Doctor Who, habe ich das auf der Wunschliste oder so? Auf jeden Fall habe ich das mal gehört. Oder hatte ich das sogar irgendwo herbekommen? Was, im Epic Store mal oder so? Oder ich habe es nur auf der Liste von Spielen irgendwie auf dem Handy. Ich weiß es nicht genau, aber hatte ich auch mal auf dem Schirm. Ja. Das wäre vielleicht mal was. Oder wir gucken es bei dir. Mal gucken. Machen wir einfach einen React-Stream. Er kapert ja auch hier wieder andere Streams. Oh. Ein Metallring. Gut. Ja, gut. Das ist so ein, ja, wie nennt man das? Außenzahnrad, weiß ich nicht. Innenzahnrad. Das hier irgendwie kombinieren oder so. Nee. Gut, auf jeden Fall haben wir das schon mal. Ah, vielleicht kann man das hier aufsetzen. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Und was ist das hier? Oh, das war jetzt nicht so das Mega-Rätsel. Ein Kurbelgriff. Das hier war nur die Halterung davon, oder? Ein Kurbelgriff. Tatsächlich, das kann man hier schon mal einsetzen. Ach, das ist ja geil. Aha. Ja. Aha, das ist spannend. So, und hier bestimmt die Kurbel, oder? Aha. Der Griff hat sich aus der Fassung gelöst. Na, sowas. Das heißt, wir können ihn auch wieder mitnehmen. Aha. Oh Gott, was ist das denn? Okay. Kann man hier irgendwie so in Feldabständen verschieben. Das ist also das Richtige. Aha. War das jetzt richtig, das zu raten? Ich meine, so viele Möglichkeiten gibt es da halt nicht, ne? Oder hätte man sich das irgendwie. Ach, da unten war ja. Da unten war ja noch was. Ups. Ach gut, aber so viele Möglichkeiten gab es da jetzt nicht. Ah, geil! Ach, guck mal. Hier so Lufthockey. Das ist ja geil. Was bewegen, ja. In der Tat. Aha. Wenn man es einmal anschubst, dann geht das die ganze Strecke, ne?
In Ordnung, dann hätte ich eine Idee. Wie wär's damit? Oha. Und am Ende macht's Gong. Haltet euch jetzt schon mal die Ohren zu. So, nächster. Überlegen. Wir könnten zum Beispiel. Funktioniert das, wenn ich hier hingehe? Achso, dann sind wir ganz da drüben, genau. Kommen wir da durch? Ah, da kommen wir durch. Ah, in Ordnung. Sah ehrlich gesagt nicht danach aus, aber gut. Schwing. Gut. Dann müssten wir eigentlich, also hier müssten wir mit einem hin. Oder hier. Na, wir probieren einfach mal. Also, wenn wir hier runtergehen nochmal. So, wir können zum Beispiel hier hin. Ah ne, das wäre jetzt das, genau. Glaube, da kommen wir nicht sonderlich. Ah, doch, warte mal. Wenn wir so machen, sind wir doch schon mal einen Schritt weiter, oder? Ja, genau. Dann gehen wir hier hin, dahin, dahin. Aha. Aber er meinte doch, da könnte man noch irgendwas einsetzen, oder? Das ist ja auch interessant. So. Ja. Wie wäre es folgendermaßen? Wir machen im Grunde das, was wir eben gemacht haben, wenn wir es nochmal hinkriegen. Und zwar, na, so. Dann müssen wir so. Warte mal, was wollte ich jetzt? Was wäre jetzt der Plan gewesen? Ne, hier müsste ich hin. Ja, dann müsste ich eigentlich nur. Moment, ist ja easy. Einmal so rum, dann so. Ja, wahnsinnig lang werden wir nicht machen. Also, ich würde versuchen, hier dieses Kapitel noch abzuschließen. Je nachdem, wie lang das geht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn das so lang ist wie das eben, dann wären es noch irgendwie so 40 Minuten. Aber ich kann es nicht sagen. Mal schauen. Aber nach diesem Kapitel würde ich auch so langsam mal Feierabend machen. Oh, komm hier weiter rein. Weiter hinein. Oh ja. Ah. Es ist ein... Natürlich irgendwas mit Zahnrädern. Das ist natürlich der wichtige Part hier. Was ist denn hier zu tun? Was ist denn hier Phase? Ah, wir können hier wieder was einsetzen, oder? Aha. Okay. Ja, das ist lieb. Das freut mich natürlich. Das freut mich natürlich, wenn du gern hier bist. Und das ohne, dass ich dich bezahlen muss. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. wir könnten da lang. Was nutzt es denn? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich müssen wir da hin, oder? Warte mal. Nee, so nicht. Man kann das auch nur. Ja, man kann das nur in rechten Winkeln. Schieben, drehen, irgendwas. Gut. Nee, das funktioniert so nicht. Kann ich hier irgendwas noch einsetzen? Nee. Ein Rad mit einem Griff. Sehen wir denn hier irgendwo diese vier Aussparungen? Also hier jetzt nicht. Hier an der Seite irgendwo? Nee. Hier an der Seite irgendwo? Nee. Was ist das denn hier?
Sehe ich. Ochi Pride. Ach ja. Schön. Also, hä? Ist ja irgendwie das Einzige, das ich im Moment so akut sehe. Wenn es denn überhaupt, also wenn das überhaupt das... Ach, ich kann das hier ja noch bewegen. Ich bin so schlau. Ich bin einfach so gut. So KLUK. Ihr wisst schon. Ah, Knopf. Zack. Gut, nehmen wir uns diesmal vielleicht das hier als Vorbild. Ja, jetzt wird schon, jetzt sieht es schon anders aus. Bisschen. Hier so. Dann, so, tatsächlich. Und dann so, oder? Probieren wir es. Zack. Ja, das wäre jetzt schon ein bisschen schwieriger zu raten. Ein Zahnrad, wer hätte denn das gedacht? Ach, jetzt werden wir auch direkt rausgeschmissen. Das ist ja interessant. Aha. Okay. Das hier hatten wir uns angeguckt, ne? Ja. Okay. So. Also. Folgendermaßen. Wir haben eins. Ach, das ist so ein Ding. Okay. Kann man hier noch irgendwas verschieben oder so? Nee. Nein, doch. Oh. Ah. So ist das zu verstehen. Aber doch nicht in die laufenden Maschinen hier reingreifen. Das ist doch ein Sicherheitsrisiko. Unfassbar. Cool. Wir haben echt eine Treppe. Seid ihr euch da sicher? Also das Level-Design hier ist auf jeden Fall komplexer als in den ersten zwei Teilen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ist hier schon was? Nee. Gut. Ach, hier gehört... Ja, ja, ja. Mehrere Fassungen. Dann machen wir noch einmal so. Dingel, dingel, dingel. So. Dengel, 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 dengel. Und... Sag ich doch. Die Sicherung. Übrigens immer noch die Kurbel, ne? Ah, da können wir glotzen. Sollen wir mal glotzen? Ah! Das ist schon cool. Okay. So, wie ist das zu verstehen? Wenn wir das bewegen. Wieder The Witness. Also wenn die nicht The Witness kennen, dann weiß ich nicht. Eindeutig. Ja. Sowas von. Hier so. Nee, halt. Halt. Und flups. Und was kriegen wir? Das Licht. Ja, das geht. Das ist kein Problem. Da bin ich voll Profi. Ein Ziffernblatt. Made in Taiwan steht hier, glaube ich. Okay, mit einem kreuzförmigen, plusförmigen Ausschnitt. Hier sind wir fertig, ne? Da sind wir fertig. In Ordnung. In Ordnung. Mal noch irgendwie hochgucken. Oh ja, hier. Glocken und so. Gut. Gucken wir mal, ob wir es irgendwo einsetzen können. Ja, wir brauchen immer noch einen Schlüssel, ne? Übrigens. Just saying.
Also hier ist auch noch ein Kristall mit Ü. Nee. Ah, hier vielleicht. Ist das echt so ein großes Ding? Ja, scheinbar. Ach du Scheiße. So, was? Wieder N-Damen-Problem oder was? Mhm. Das ist ja cool gemacht. Ja, und was ist das Ziel? Alle schlagen, oder? Nehme ich an. Ich spiele so. Dann so. Und dann. Ja, doch so. Zack. Gut geraten, wa? Hm. Und die nächste Maschinerie. Also. Wir haben Schienen. Muss mal irgendwie Strom anmachen. warte mal. Auch wieder Getriebe, ja. Das ist Mechanical Age. Für die unter euch, die vielleicht Myst kennen, das ist Mechanical Age. Ein bisschen. Ist hier irgendwo. Hinten da, da. Wegen nur einzelnen Aussparungen. Nee, nee. Nee, 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 nee. Aber das ist das, was ich meinte. Das sind jetzt nicht so per se Rätsel, so mega Rätsel, sondern es sind mehr so mechanische Spielereien, oder? Ich meine, ist auch schön. Ah. Zuppel, zuppel. Ja. Steckt auf jeden Fall viel Kreativität drin in diesem Spiel. Aber hallo. Würde ich im Leben nicht drauf kommen. So, und was haben wir hier? Ja, nächstes Level. Hahaha, lustig. Ja, das passt. Hier bräuchten wir. Man kann das sich eigentlich relativ. Das gilt hier, oder? Das hier gilt dann nur als ein Feld wahrscheinlich, ja. Kann sich es relativ einfach machen, weil, naja, man muss sich halt irgendwie nur so ein Teil angucken erstmal. Jetzt nicht allzu viele Variationsmöglichkeiten. Gut. Auf jeden Fall ist das ultimative Spiel zur Mustererkennung und so. Ein Griff mit einer Fassung, ja. Ah, ist das vielleicht für die Tür? War da nicht so ein Zahnrad ohne Verbindung? Oh, was ist das denn hier? Guck mal hier, guck mal hier. Ah, Ballerina-Figur. Ach, jetzt geht's auch zu, das ist ja lustig. War da nicht noch was an der Tür? Egal. Anyway. Ist da noch was? Hier komme ich noch an, okay. Noch eine eigenartige Pyramide, aber diese Riegel kann ich nicht öffnen, ja noch. Wir machen erstmal die Tür hier auf. Zack. Es ist eine Klinke. Es ist im Wesentlichen eine Klinke. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nicht spoilern. Nein. So ist fein. Okay, wir haben ein weiteres Bild, das aber das uns noch nicht wirklich gezeigt wird. Gut. So. Ah, eine Musicbox. Ah. Ja, in der Tat. So, was haben wir hier? Ein Schlüssel, Aufziehschlüssel, genau. Warum habe ich denn schon wieder so Hunger? Doch wirklich vor dem Stream was gegessen. Komisch. Irgendwie hätte ich schon wieder Appetit. Ihr mit euren Erzählungen von Pizzen. Muss man ja Hunger kriegen. So, zusammensetzen. Zack, zack, zack. Dann so. Und nee, so nicht.
So. Ja, das ist richtig. Das ist allerdings korrekt. Das müssen wir bei Zeiten auch mal machen. Aber hallo. Hab ich Tom vorhin gesagt, wann er denn mal wieder da ist und wir spielen können, dann meinte er, ja, um 7:30 ist er wieder da. Da hatte ich allerdings auch schon was anderes angekündigt. Da weiß ich jetzt nicht, ob er nur deswegen jetzt nicht da ist oder das doch eine schlechte Entscheidung gewesen wäre, jetzt mit South Park anzufangen. Egal. Ich habe mir so einiges geholt. Ich könnte tatsächlich einen Toast machen mit irgendwas. Das wäre eine Möglichkeit. Ah ja, jetzt geht sie woanders hin. Ja. Müssen wir denn die zweite hier auch einsetzen oder wie sieht's aus? Was ist denn das Ziel? Da? Oder wie? Oder wie? Oder was? Ich vermute mal. Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt. Sag mal, das wird man doch noch irgendwie drehen können oder so, oder? In die Mitte. Ach, in die Mitte. Ah, da ist quasi das Ende, ja. Ja, in Ordnung, sehe ich ein. Sehe ich ein, aber warum kann ich die zweite dann hier überhaupt nicht irgendwie einsetzen oder so? Oder erstmal die eine. Das kann ja sein. Wir müssen irgendwie. Ah, können wir sie vielleicht hier auf diese Spur bringen? Ah, das ist doch schon mal gut. Jetzt lassen wir sie da vorbeifahren und dann so. Ah! Okay. Nice. Jetzt ist da auch eine Öffnung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hallo, Max King. Guten Abend. Oh, Musik wird schneller. Hektischer, panischer. Musik merkt er. Och, hier wird verkacken. Ja. Ah, nee, so noch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie müssen wir das tun? Ich müsste. Ah, ich sehe was. Nee, ah, das wollte ich nicht. Ah, zu früh. Zu früh, zu früh, glaube ich. Ich gehe nochmal da drauf. Ja, genau, auf den großen Kreis. Ja, okay. Probieren wir es mit dem Nippel und der Lasche. Pass auf. Einmal so. Und dann da drauf und dann sind wir am Ziel, oder? La, 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 la. Genau. Kabi approve. So. Schön. Sehr gut. Und was haben wir? Ein Edelstein. Wie könnte es anders sein? War es nur einer? Oh, das ist aber schick. Das ist irgendwie cool. Zwei zusammenfusionierte. Schön. So, und was machen wir damit? Können wir irgendwo anders denn noch generell was machen? Ah, hier ist was. Ah. Ah. Und was ist das da unten? Müssen die beiden States dann herstellen. Das ist bestimmt so ein ganz, ganz schwieriges Ding. Und hier kann man dann drücken, wenn man fertig ist, oder resetten oder sowas. Kann ich das von hier aus machen? Nee, natürlich nicht. Also, alle blau bis auf die hier so. Okay. Und wie funktioniert das? Ach so, die so einfach einzeln. Ich dachte, dass die jetzt irgendwie miteinander kombiniert sind und sich komisch schalten und so. Oh, das war aber genau falsch rum, ne? Alle blau bis auf die. So einfach ist es dann doch nicht. Ah. So.
Ach, das ist ja ganz einfach, ist ja trivial. Da muss man ja überhaupt nichts für können. Okay. Ich vermute mal, dass wir jetzt noch den zweiten State herstellen müssen, oder? Hier einfach in Spalten entlang. So. Aha. Schattenspielchen, so. In Ordnung. Damit kann man sicherlich drehen, ne? Jo, was soll das denn werden? Ja. Das sieht hier so, also das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so eine Kralle oder sowas. Ja, hier ist die zweite. Aha, das sieht schon mal nicht so schlecht aus. Krähe. Na guck. Ein Schlüssel mit Vogelsymbol. Cool. Nice. Und Edelsteinaugen bestimmt. Mit weniger geben wir uns nicht zufrieden. So, jetzt haben wir schon zwei Schlüssel. Warum habe ich einen Aufziehschlüssel eigentlich immer noch? Nur so Interesse halber. Ja. Können wir auch noch ran. Können wir es nochmal aufziehen? Nur so. Nee. Können wir offenbar nicht. Kommen wir auch nicht hin. Okay. Können wir denn das hier irgendwie aufschließen oder sowas? Nee. Hier noch irgendwas zum Aufschließen? Nee. Auch nicht. Okay. Müssen wir eventuell zurück? Vogelschlüssel. Wo hatten wir denn hier noch ein Schloss? Haben wir noch irgendwo ein Schloss? Weiß ich nicht. War hier oben noch was? Das wäre jetzt aber schon ein bisschen um drei Ecken gedacht, jetzt hier wieder zurück zu müssen. Hier war nix mehr, ne? Nee, da haben wir einfach was gekriegt. Nee, hier war auch sonst nix. Hier war nicht wirklich viel. Nö. Das hier war soweit fertig. Okay. Hier hatten wir auch kein Schlüsselloch oder so, ne? Also, ja, gut, weiß nicht, ob hier noch was fehlt. Eigentlich sieht es schon schwer danach aus, als ob da noch was fehlt, ne? Doch. Gut. Eine Art Kristall, ja. Das ist schon merkwürdig. Ist jetzt nicht das Merkwürdigste, was wir je gesehen haben in diesem Spiel, aber... Ja. Nee, vielleicht ist da doch noch irgendwas zu erledigen. Können auch mal wieder einen Tipp nehmen. Haben wir schon lange nicht gemacht. Eigentlich. Da ist das ja irgendwie wieder was nicht so offensichtliches. Sag mal, aber den hier kann man nicht irgendwie nehmen oder so, ne? Ist ja so ein bisschen wie, als würde hier noch einer fehlen oder so. Der andere, den wir da haben. Ach komm, wir machen's mal. Ich muss mir diesen Metallkasten an dem Pfeiler im Hauptraum anschauen. Was? Metallkasten an dem Pfeiler im Hauptraum? Ich nehme an, das ist der Hauptraum. Pfeiler.
Ist das hier wieder so ein Ding, wo man irgendwie mal hier irgendeine Kleinigkeit finden muss? Das gab es in den früheren Teilen auch schon mal. Ah, warte mal, warte mal. Pfeiler, Pfeiler, Pfeiler. Baba. Im Metallkasten ist ein Schlüsselloch. Ach so, doch. Echt? Wo? Hier oben? Ne, hier komme ich ja nicht mehr hin. Ist hier eins? Nee. Nein, ja, nein. Was? Schlüsselloch? Oder ist irgendwas anderes gemeint? Das ist doch hier der, das wird doch der Kasten sein, oder? Irgendwo, da irgendwo. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Hm. Merkwürdig. Ist hier noch irgendwo was? Ne. Ein anderer Kasten gemeint. Ich habe doch einen Schlüssel mit einem Vogelsymbol. Ja. Mit dem kann ich den Kasten bestimmt öffnen. Ja, aber wie? Wo? Da ist irgendein anderer Kasten gemeint. Mich verarschen? Willst du mich flachsen? Ich glaube ja. Stimmt, müssen wir erstmal so drauf gucken. Dann sieht man die Hotspots. Oh, mal wirklich voll durchgucken. Ganz komisch. Ey, sag mal. Sag mal. Sag mal. Ja, sonst ist doch hier nichts. Ach, den gab's ja auch noch. Stimmt. Oh mein Gott, der Metallkasten an dem Fall habe ich ja vollkommen vergessen. Der ist ja auch ziemlich gut getarnt. Okay. So einfach ist das. Gut. Und jetzt? Naja, geh weg mit deinem Kasten. Da will ich gucken. Nicht? Muss man ihm folgen? Ja, ich vermute fast mal. Dass sich das damit erledigt hat. Aha. Ich kacke da uns einen Schlüssel aus. Diese Glocke ist mir vorhin schon aufgefallen, dass sie ja so schräg hing. Gut. Okay. Boah, Entschuldigung. Dann gucken wir doch mal unten. Was wir da jetzt machen können mit dem Bild. Hui. Mann, ist der flink. Warum haben wir hier noch diesen Aufziehschlüssel? Was für eine Form hatte der? Warte mal. So, kreuzförmig. In Ordnung. Ah ja, wieder sowas. Gut. Kennen wir, machen wir. Ich würde am liebsten sagen, kein Problem, aber das wird sich noch zeigen. Na? Nicht? Warte mal.
Ah, doch, 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 da weiter. Da weiter. So, ja. Sehr gut. Ja, warte. So. Und no. Kompliziert. Ja. Aha. Jetzt wieder ein bisschen zurück. Ein bisschen vor. Hin und her. Müssen wir wahrscheinlich ja so rum und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Puh. Ah. Das Gegenstück. Gut. Hatten wir die richtige Vermutung schon mal. Hm. Wird hier schon so ein bisschen hin und her geschickt. Ich mochte das bei The Room eigentlich immer, dass es relativ kompakt war, der Bereich, in dem man sich bewegt hat. Hier wird man so ein bisschen... Naja, eben. Ne? Man hat so ein paar Räume, die nebeneinander sind, wo man immer hin und her muss. Oh, ist okay. Es ist nur... eine Beobachtung. Oh, eine Feststellung. Guck einer an. Wer hätte denn das... Mann, ist der riesig. Wer hätte das gedacht? Mhm. Natürlich. Der Gong. Große Entstaubung der Kirche. Ah, jetzt macht's hier wieder. Genau. Und die gehen alle gleichzeitig auf. Aha. So. Dann nehmen wir mal. Ja. Kapitel abgeschlossen. Yes. Und wie lange hat's gedauert? Na, keine 40 Minuten. 54 insgesamt. Von da, wo ich gesagt habe, noch 40 Minuten, oh, knapp. Beeindruckend, du hast die erbarmungslosen Mechanismen des Uhrturms bestanden und bist noch am Leben. Aber taub. Das Läuten zeugt von deinem Fortschritt, doch alles hat seine Mühen. Das ist richtig. Es ist vor allem mühsam, hier bei 1 Million Grad mindestens zu sitzen und zu schwitzen und auch noch zu rätseln. Von daher würde ich sagen, wir machen für heute mal eine Pause, oder? Wie wär's? Außerdem habe ich Hunger. Wie spät ist es? 11:30. Naja. Gut, am Samstag ist jetzt... Das ist vertretbar. Aber ich bräuchte trotzdem mal eine kleine Pause. Von daher würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal für YouTube eine kleine Abmoderation. Und dann sage ich im Stream gleich noch Tschüss. Und gleich noch 5 Minuten reden. Aber für die Aufnahme erstmal vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Miträtseln und fürs Durchhalten. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, macht es gut und tschüss.